Wahl 24. Der Wahlinsider. Alle News zum Wahljahr 2024. Live und aktuell. Wahl 2024. Einen schönen Nachmittag. Den Wahlinsider gibt es jetzt täglich im Wahlkampf-Finish. Diesen Wahlinsider gibt es auch nur bei uns mit den heißesten Infos rund um dieses Herzschlagfinale, rund um diesen Wahlkrimi. Aber bevor wir zur Politik schauen, schauen wir zunächst mal zur Wirtschaft. Denn Aaron Brüstler ist ja der Wirtschaftschef bei OE24. Und du hast jetzt soeben eine Knallermeldung für uns. Es gibt jetzt einen PIP-Crash. Ja, also die österreichische Nationalbank, die macht eine BIP-Prognose, die berechnet, wie das Wirtschaftswachstum in Österreich aussieht. Und wir sprechen hier von einem BIP, das wirklich ungefähr 500 Milliarden Euro beträgt. Und die hat jetzt die Prognose verändert von plus 0,3% auf minus 0,7%. Also Österreich ist heuer in der Rezession, es geht bergab, die Wirtschaft schrumpft. Nicht wie zuerst angenommen, dass es ein Mini-Wachstum gibt um 0,3%. Nein, es geht bergab. Um 0,7% wird die Wirtschaft kleiner heuer. Und das ist überraschend? Es ist in der Form überraschend, dass es jetzt so stark nach unten geht, weil 1% weniger Wirtschaftswachstum, da sprechen wir ja gleich von 5 Milliarden Euro, wo die Wirtschaft in Österreich zusammengebrochen ist. Und auch nächstes Jahr geht es holprig weiter. Was denkst du, bedeutet das Ganze? Das sind eigentlich recht schlechte Nachrichten, muss man sagen. Ja, das bedeutet natürlich, dass es auch mehr Arbeitslose geben wird, wenn die Wirtschaft nicht wächst. Dann gibt es weniger neue Jobs. Es wird mehr Leute geben, die eben Arbeit suchen, länger suchen. Auch nächstes Jahr, 2025, soll die Wirtschaft nur um 1% wachsen und nicht um 1,8%. Und das bedeutet auch, dass Österreich ärmer wird. Sagen wir, wie es ist. Ja, Österreich wird ärmer. Gut, nicht so schöne Wirtschaftsnachrichten waren es jetzt soeben. Schauen wir uns die aktuellsten Politumfragen an. Denn Sie wissen ja, bei uns gibt es immer die aktuellsten Umfragen. Einmal in der Woche am Donnerstag bekommen Sie die präsentiert. Wir geben die immer in Auftrag bei der Lazarsfeld-Gesellschaft. Und jetzt schauen wir uns da an, was es Neues gibt. Folgende Frage, die Sonntagsfrage. Welcher Partei würden Sie bei einer Nationalratswahl diesen Sonntag Ihre Stimme geben? Und da sehen wir, bei der ÖVP gibt es 25% im Moment, also 1% weniger. SPÖ 20% bleibt gleich, FPÖ 28% bleibt ebenfalls gleich. Und auch sonst ist alles gleich geblieben. Also da scheinen wirklich die Umfragen im Moment einzementiert. Die Grünen 7%, die Neos 10%, KPÖ 3%, würde also den Einzug in den Nationalrat nicht schaffen. Gerade und gerade so drin wäre die Bierpartei mit 4%, Madeleine Petrovic nur 1%. Keine von denen nur 1% und andere keine, weiß ich nicht, auch 1%. Was sagst du jetzt zu dieser Umfrage? Ja, diese Umfrage zeigt, was eigentlich schon seit langem ganz deutlich auch ersichtlich ist, die Freiheitliche Partei unter Herbert Kickl führt im Moment recht klar in den Umfragen. An zweiter Stelle steht dann die Volkspartei unter Nehammer, also die befinden sich ja eigentlich in Schwankungsbreite. Wenn die FPÖ jetzt weniger bekommt und die ÖVP mehr, könnte es noch um ein Müh so sein, dass die Volkspartei vorne liegt. Also das ist ja wirklich das, wovor jetzt auch alle zittern, wo jetzt vor allem die SPÖ auch zittert, weil wenn die ÖVP Erste wird, dann wird es fix eine Koalition mit der FPÖ geben. Das sagt zumindest Andi Babler von der SPÖ, der mit 20% doch in diesem Kanzlerduell aktuell nicht mitspielt und den Turbo zünden muss, dass er da noch den Anschluss findet an die Spitze. Und wir sehen, dass von den kleineren Parteien die Neos die Nase vorne haben. Die sind bei 10% mit einem prononcierten Wirtschaftsprogramm, wo wir ja jetzt auch diese Wirtschaftsschockmeldung gehört haben. Da trauen dann doch immer mehr Leute auch den Liberalen eine Wirtschaftskompetenz zu. Und Meinl Reisinger als einzige Kanzlerkandidatin performt auch in der Kanzlerfrage deutlich besser als Werner Kogler von den Grünen. Da hat sie doppelt so viel Zustimmung. Die Grünen, wie gesagt, sind aktuell nur noch bei 7%. Die waren doppelt so stark bei der letzten Wahl 2019.
Schauen wir uns noch mal die kleinen Parteien an. Also im Moment gibt es da keine Chance für die Liste, keine Chance für die Liste Madeleine Petrovic, auch nicht für die KPÖ. Bei der Bierpartei, muss man sagen, hat es schon mal deutlich besser ausgesehen. Da gab es schon mal Umfragen in den vergangenen Monaten mit 7%. Die rasseln da eigentlich nach unten, muss man sagen. Und im Moment wird es wirklich knapp mit dem Einzug ins Parlament. Ja, also von einem Starkbier sind wir jetzt wirklich bei einer dünnen, wässrigen Soße angelangt. Und man sieht, wie der Vlasny schwimmt. Also der sagt Interviews ab, der ist recht zurückhaltend in der Kommunikation mit den Medien, wobei das ja eine Chance für ihn wäre. Der hat ja kein Geld für Plakate. Ja? Da gibt es vielleicht ein, zwei Bierplakate je Bundesland und auch die gehen natürlich jetzt unter, vor allem wenn es jetzt auch eine konzertierte Kampagne fast gibt gegen Vlasny, weil natürlich die Großen sagen, zum Beispiel die SPÖ sagt, wenn ihr wirklich die FPÖ verhindern wollt, dann müsst ihr uns wählen. Da müsst ihr der SPÖ die Stimme geben. Die Grünen sagen Ähnliches, ihr müsst die Grünen wählen, weil bei der KPÖ ist es nicht sicher und auch bei der Bierpartei ist es nicht sicher, dass sie ins Parlament kommen. Und wenn jetzt Vlasny mit der 4%-Hürde, wenn er da gerade nicht drüber kommt, dann wären es 180.000 Stimmen, die dann eben ins Nirvana gehen und die größeren Parteien stärken. Und deshalb macht der Vlasny jetzt vor allem auf Social Media aktiv Wahlkampf und bittet doch jeden, ihm die Stimme zu geben und hat auch eine Argumentation, es sei keine Stimme verschenkt in einer Demokratie, weil jede Stimme gelebte Demokratie sei. Mhm. Also wir sehen, der SPÖ gelingt die Aufholjagd zumindest in dieser Woche nicht. Alles gleich geblieben. Die FPÖ nach wie vor auf Platz 1 und die ÖVP sogar abgesagt. Aber das ist natürlich innerhalb der Schwankungsbreite. Insofern würde ich jetzt ja nicht sagen, dass die ÖVP schlecht dasteht. Im Gegenteil, das ist ja traditionell eine Partei, die eine ganz große Mobilisierungskraft hat. Also da kann jetzt in den nächsten Tagen noch recht viel passieren. Das stimmt. Und die ziehen jetzt auch noch eher an. Also bei der Volkspartei wird jetzt getrommelt, dass man wirklich in Reichweite ist von der FPÖ und Kickl hat eher noch Schwierigkeiten darin, jetzt die Führung auch zu bewahren. Der ist ja schon seit vielen Monaten in Führung, man ist es schon gewohnt, dass die FPÖ vorne ist, nur hofft er halt auch, dass die Leute wählen gehen. Und deshalb sagt er ja auch seinen Funktionären, sie müssen in jedes Mauseloch schauen, ob dort vielleicht ein FPÖ-Wähler hockt. Und so hat er die Leute eingepeitscht, weil sein Ziel ist es ja, Kanzler zu werden. Ist natürlich tückisch, wenn man schon seit Monaten auf Platz 1 liegt, dass man dann auf den letzten Metern irgendwie das Ganze nicht mehr ins Ziel bringt, weil hier die Leute denken, ja, die FPÖ ist sowieso auf Platz 1. Also da muss die FPÖ im Moment aufpassen. Wir haben vorhin eben die ÖVP angesprochen. Ganz interessant ist jetzt die nächste Umfrage, die wir Ihnen zeigen. Und zwar geht es da um folgende Frage. Welche der folgenden Parteien hätten Sie gern in der nächsten Bundesregierung? Und das ist jetzt schon sensationell für die ÖVP. Da gibt es jetzt ein Plus von 5%. Also 29% der Befragten sagen, wir hätten die ÖVP gern in der Bundesregierung. Da kann die ÖVP jetzt wirklich punkten und aufholen. Mhm. Bei der FPÖ gibt es auch ein Plus, nicht ganz so groß, plus 3%. 31% sagen, wir hätten die FPÖ gern in der nächsten Bundesregierung. Und erstaunlich, die SPÖ hätten scheinbar auch recht viele Menschen ganz gern in der Bundesregierung. Bei dieser Frage sind das sogar die meisten. 35% sagen, wir hätten die SPÖ gern in der nächsten Regierung. Ist schon erstaunlich, wenn man das jetzt vergleicht mit der vorigen Umfrage. Ja, bei der SPÖ ist es tatsächlich die Mehrheit. Bei dieser Frage, da sagen die meisten Leute, nämlich fast mehr als jeder Dritte sagt, er möchte die SPÖ als Teil der nächsten Regierung sehen. Aber scheinbar wählen sie da nicht so viele. Ja, das ist interessant. Irgendwo gibt es halt dann doch ein breiteres Demokratiebild in Österreich. Da wählen dann vielleicht einige die Grünen, die Neos oder sogar Bier und sagen, sie möchten aber dann schon, dass die SPÖ auch in der Regierung ist. Auf jeden Fall zeigt sich in der Frage, da führt die Partei von Andi Babler. Ganz interessant. Schauen wir uns noch die kleineren Parteien an. Für die Grünen stimmen in dem Fall bei dieser Frage 19%. Da gibt es ebenfalls ein plus 1%. Neos. Plus 3%. 23% hätten gern die Neos in der nächsten Regierung. Das ist für diese immer noch relativ junge Partei schon allerhand. Ja, die sind jetzt seit 10 Jahren schon im Parlament.
Aber Sie waren halt auf Bundesebene noch nie in einer Regierung. Sie sind jetzt in Wien mit den Roten in der Stadtregierung. Und auf Bundesebene trommeln Sie eben vor allem die Wirtschaft. Da haben wir gehört, da geht es Österreich nicht so gut. Und dann sagen Sie auch, es braucht Reformen im Bildungsbereich. Es braucht eine neue Kraft, eben ein bisschen etwas Frisches, um diese Parteien, die doch schon seit vielen Jahrzehnten eigentlich regieren, so wie ÖVP oder SPÖ, auch die FPÖ war immer wieder dabei, da bräuchte es jetzt was Neues. Und das Trauen tatsächlich der Partei von Beate Meinl-Reisinger, fast jeder vierte Österreicher ist es mittlerweile, der ihnen zutraut, dass sie in die Regierung sollten und dort auch gern die Beate Meinl-Reisinger sehen möchten. Auch der Sepp Schellhorn als Tourismussprecher ist sehr beliebt von den Neos. Ganz erstaunlich, das wäre dann historisch, wenn die Neos zum ersten Mal in der Bundesregierung mit dabei wären. Gibt es ja schon die eine oder andere Vermutung, möglicherweise ÖVP, SPÖ, Neos, die könnten sich eventuell nach der Wahl auf ein Backerl hauen. Mal schauen, was da rauskommt. Also interessant in jedem Fall. Dann schauen wir noch zur KPÖ. Da gibt es im Moment ein plus 1%, 10% sagen, sie hätten gern die KPÖ in der Regierung. Ebenfalls 10% sagen, wir hätten die Bierpartei gern. 5% Madeleine Petrovic, plus 2%. Also da würden Sie quasi den Einzug schaffen. Da würden Sie es schaffen, da wären Sie über der Hürde, ja, tatsächlich. 3% sagen, die Partei, keine von denen soll mit dabei sein. Und 18% sagen, weiß ich nicht, da gebe ich gar keine Antwort. Auch nicht gerade eine kleine Summe. Ja, es sind sich noch nicht alle schlüssig, wie es wirklich ausschauen wird. Es ist interessant, dass bei den kleineren Parteien die Grünen jetzt auf 19% liegen. Die haben auch ein bisschen dazu gewonnen. Die würden ja dann in Frage kommen, falls ÖVP und SPÖ sich zusammenschließen und einen Dritten im Bunde brauchen. Das dürfte allerdings ganz, ganz schwer werden, weil ja ÖVP und Grüne wirklich sich schwer verkracht haben jetzt in diesen 5 Jahren Regierung und vor allem ganz vor kurzem mit dem Renaturierungsgesetz. Und dazu gibt es heute auch Neuigkeiten. Heute an diesem Freitag, dem 13., das war ein guter Tag für Leonore Gehwessler. Sie hat Recht bekommen von der Staatsanwaltschaft. Dort wurde sie ja angezeigt von der ÖVP. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat die Anzeige gegen Gehwessler fallen gelassen heute. Also, was bedeutet, das ist jetzt erledigt? Ist das Thema durch? Das Thema ist noch nicht ganz durch, aber diese Amtsmissbrauchsanzeige, die ist vom Tisch. Dafür gab es mangels Anfangsverdacht keine Grundlage. Und ein Grund dafür ist folgender, dass Gehwessler ja nicht, als ausführende Gewalt, als Exekutive gehandelt hat, sondern auf EU-Ebene bei der Gesetzgebung mitgewirkt hat. Und da kann man dann nicht von Amtsmissbrauch sprechen, sind die Staatsanwälte zum Schluss gekommen und haben das schnell ad acta gelegt. Also die Anzeige der ÖVP ist vom Tisch, eine Niederlage für die ÖVP, ein Triumph für die Grünen, und die haben auch schon eine Pressekonferenz dazu gegeben und haben gemeint, jetzt wäre eigentlich schon quasi eine Entschuldigung fällig. Ja, ja, natürlich. Die haben gesagt, das ist ein Sieg für die Natur, ein Sieg für den Umweltschutz. Die ÖVP hat aber natürlich auch gewusst, diese Entscheidung für sich zu nutzen. Dort gibt es jetzt wieder einen Angriff auf die WKStA. Das ist ja jetzt auch nichts Neues, dass man die Justiz zumindest diese Staatsanwälte kritisch sieht und dass man eben sagt, ja, die sind da vielleicht, ja, es gab auf jeden Fall Angriffe. Der Stocker hat heute auch eine Pressekonferenz gehalten, der ÖVP-Manager, und er sagt, das ist doch alles nicht ganz sauber gelaufen, so salopp formuliert, dass man die Anzeige so schnell hat fallen lassen. Die machen jetzt Stimmung gegen die EU und gegen die Staatsanwaltschaft und wollen auch diese Stimmung nutzen, um ihre eigenen Leute zu mobilisieren, die vielleicht auch denken, ja, die Gehwessler hat da nicht ganz koscher gehandelt. Schauen wir zur nächsten Grafik, die wir vorbereitet haben. Da geht es um die Kanzlerfrage. Die Frage lautet, wen würden Sie zum Bundeskanzler wählen, wenn man diesen direkt wählen könnte? Höchst spannend, diese Frage. Schauen wir mal, was sagen denn da die Befragten der Lazarsfeld-Gesellschaft? 25% würden gern Kanzler Karl Nehammer direkt zum erneuten Kanzler machen. 17% Andreas Babler, da gibt es jetzt ein Plus. Ein Minus gibt es für die FPÖ, minus 1%. Nichtsdestotrotz klarer Spitzenreiter Herbert Kickl. Wie sehr überrascht dich diese Frage und diese Antworten? Ja, teils ist man immer wieder erstaunt, dass Herbert Kickl wirklich
der Führende ist in der Kanzlerfrage. Der schafft es wirklich, dass 29% sagen, ja, er sollte jetzt schon Kanzler sein. Früher hat man auch von einem Kanzlerbonus gesprochen. Bei Nehammer, der hat überhaupt keinen Bonus. Der ist mit 25% hinter Kickl und ungefähr auf gleicher Ebene wie die Volkspartei. Also dem wird es natürlich angerechnet, dass er die Volkspartei stabilisiert hat. Aber wirklich ziehen als Kanzler, das tut er nicht. Da ist er vielleicht ein Ruhefaktor auch, hat es geschafft, die Partei zu einen, aber so das große Zugpferd ist er nicht, während hingegen Kickl, klar, er liegt jetzt auch mit der FPÖ eigentlich gleich, die sind auch Partei und er eigentlich bei gleichen Werten, fast bei 30%. Er hat es halt wirklich geschafft, sehr viele Leute in Österreich zu mobilisieren. Da gab es sehr viele frustrierte Menschen, die von der Teuerung betroffen waren, die Corona-Maßnahmen nie ganz nachvollzogen haben und sich da sehr geärgert haben über die Regierung. Da hat er ja als einziger wirklich Opposition betrieben. Und er hat auch sonst jetzt um den Krieg in der Ukraine ganz klar gesagt, dass man sich da raushalten soll. Und auch da sehen das 30%, so wie er. Schauen wir noch zu den kleineren. Ja, ich würde auch gerne noch kommen zum Vergleich Nehammer und Babler. Mhm. Die haben sich ja gestern ein denkwürdiges Duell auch geliefert, ein Fernsehduell. Wir sehen, dass Babler ein bisschen zugelegt hat. Der ist jetzt bei 17% in der Kanzlerfrage. Da spielt dieses Duell von gestern natürlich noch nicht mit rein. Aber er ist schon deutlich hinter ÖVP-Chef Nehammer. Ja, bei 17%, da fehlen ihm 8 Punkte auf den Nehammer. Und der... Die beiden sind sich gestern begegnet, also das kann man wirklich Schlammcatchen nennen. Die haben sich nichts geschenkt. Der Babler nannte den Nehammer den Tod der gesellschaftlichen Mitte. Nehammer hat gesagt, ihr wollt doch nur den Plattenbau wie im DDR-Sozialismus. Auch der heilige Martin kam vor, der seinen Mantel geteilt hat und den Armen gab, aber seinen eigenen Mantel. Und da wurde auch ganz klar, dass Nehammer niemals einer Erbschaftssteuer oder einer Vermögenssteuer zustimmen würde, die ja für Babler so wichtig ist. Und die beiden sind ja, darum ist das Duell auch interessant, im Gespräch, dass sie eine Koalition bilden könnten. Und da muss man sich schon fragen, könnten die wirklich zusammenarbeiten? Kommen die inhaltlich auf einen Nenner? Also das ist eben das Schwere, das Inhaltliche, weil man kann sich natürlich viel streiten, kann sich viel vorwerfen. Der Babler sagte zum Nehammer, geh erst, wollen Sie den Kasperl abspielen? Und der Nehammer sagt eben zum Babler, ist vom Marxist bis dahin, was er eigentlich will. Aber beim Inhaltlichen, ob sie da zusammenkommen, das ist eben sehr schwer, weil diese Vermögens- und Erbschaftssteuern sind mit der ÖVP eigentlich nicht drin. Mhm. Und da müsste man dann eine andere Lösung finden. Das wird wirklich ein großes und mühsames Feilschen nach der Wahl. Warst du überrascht, wie hitzig dieses Duell Babler gegen Nehammer war? Nicht wirklich. Wir haben es zuvor auch schon erlebt, wenn zum Beispiel mit Kickl diskutiert wurde, war es schon sehr hitzig. Und warum sollten Sie denn jetzt einen Gang herunterschalten, wenn Sie gegeneinander antreten? Babler hat natürlich Nehammer auch nichts geschenkt. Er hat ihm die ganze Krise der letzten 5 Jahre angehängt, die ja Österreich im Vergleich mit anderen Ländern wirklich schlechter gemeistert hat. Nehammer hat dann auch Babler attackiert mit Verweis auf das Rote Wien, wo die Gebühren stark gestiegen sind, warum man dort nichts gemacht hätte. Dann kamen diese Chats wieder ins Spiel und natürlich der Bürgersager. Da hat Babler einmal ganz emotional reagiert. Ich kämpfe für die Kinder und sie wollen Burger verteilen. Mhm. Und Nehammer hat natürlich umgekehrt auch beim Babler ihm vorgeworfen, dass das, was er sagt, ein Schwachsinn ist und ökonomisch nicht umsetzbar. Also ob die zusammenkommen, das wird wirklich schwierig. Man weiß ja, es gibt dann andere in der SPÖ, die besser mit den Schwarzen können. Und da hat der Bürgermeister Ludwig zum Beispiel gesagt, er könnte schon mit der ÖVP auch sprechen. Da gibt es Kräfte, die das auch wirklich klar machen, dass man miteinander sprechen soll, dass man zusammenkommen soll und halt eine Lösung dann finden muss, weil es geht ja eigentlich nur Folgendes, dass wenn es nicht FPÖ, ÖVP werden soll nach der Wahl, dann muss es ÖVP, SPÖ und eine dritte Partei werden, zumindest, dass sie eben die Mehrheit im Nationalrat haben. Wer war für dich der Gewinner des Duells, Babler gegen Nehammer?
Schau, ich finde, das ist dann immer schwierig zu sagen, wer der Gewinner ist, weil natürlich beide bei ihren Fans gepunktet haben. Die Gruppe von Nehammer, die kann das natürlich schon nachvollziehen, dass seine Vermögenssteuer und Erbschaftssteuer dann wahrscheinlich noch Gift für den Standort ist, wo ja jetzt schon die Wirtschaft sinkt. Wer dann noch investieren soll in ein Land, wo die Abgabenbelastung schon so hoch ist wie sonst nur in Deutschland und Belgien, wo es schon über 43% ist, das ist ja die Frage. Also da müsste man halt sonst irgendwo entlasten. Und wenn man dann gleichzeitig woanders entlastet, fehlt das Geld ja wieder für die ganzen Pläne, die Andy Babler hat, weil der will das ja noch zusätzlich ausgeben. Andy Babler konnte natürlich seine Leute überzeugen, weil er sich gegen Nehammer eigentlich recht forsch auch teils durchgesetzt hat. Also das war zum Teil witzig zu sehen, wie schlagfertig er da reagiert hat. Da hat ihn Nehammer einmal gefragt, Sie sprechen immer von Armutsgefährdeten, wissen Sie, wo am meisten Armutsgefährdete leben? Hat eine rhetorische Pause gemacht, in die dann Babler gesetzt hat, die leben dort, wo am meisten Menschen sind. Und erst dann hat der Nehammer gesagt, in Wien. Und einmal gab es auch dieses Duell, wo Nehammer ihm gesagt hat, Sie leben noch in den 30er Jahren. Und Babler hat es dann wieder gedreht und gesagt, ja, es ist so, dass ich gern in den 30er Jahren lebe, aber in den 30er Jahren dieses Jahrhunderts und Sie leben in den 30er Jahren vor 100 Jahren. Und die haben sich natürlich da nicht viel geschenkt. Also da ging es, vom Kasperl haben wir eh schon gesprochen, über Marx zum Heiligen Martin bis zum Nikolaus, wo dann Babler einmal in einer emotionalen Rede gesagt hat, dass sein Partei, das SPÖ-Parteiprogramm mehr mit den Forderungen der Caritas zu tun hat als der Plan der ÖVP. Dass er selber als Nikolaus durch Dreiskirchen gewandelt ist und dass er auch früher lange Ministrant war. Und hat sozusagen gesagt, schaut, ich bin eigentlich auch dort, wo die Christlich-Sozialen sind. Den Vorwurf hat natürlich Nehammer nicht auf sich sitzen lassen und gesagt, ich bin die Mitte. Und am Schluss ist dieses Duell total entglitten, wurde ein Schreiduell und die Moderatorin konnte die beiden kaum mehr bändigen. Das Duell war dann zu Ende, weil die Zeit abgelaufen ist, aber nicht, weil einer der beiden wirklich einen Punkt gemacht hätte. Beide treten ja an, um Kanzler zu werden, um der nächste Kanzler zu werden. Wer hat sich denn deiner Meinung nach am ehesten kanzlerwürdig präsentiert? Vielleicht auch keiner? Naja, du siehst, bei den Untergriffen war dann wahrscheinlich keiner wirklich kanzlerwürdig. Sonst vom Auftreten der beiden haben jetzt beide, denke ich, eine gute Figur gemacht. Also, aber es ist natürlich dann entglitten, dieses Duell, und war nicht mehr wirklich kanzlerwürdig. Warst du überrascht, dass es dann zum Schluss so laut wurde? Nein, nicht wirklich, weil natürlich auf beiden Seiten diese Attacken aufgebaut worden sind. Wer die Mitte ist, wollte natürlich jeder die Mitte sein. Welche Pläne schwach sind, wer ein Verrückter fast schon so ausgedrückt ist, wer das ist. Und da war es klar, da konnte keiner mehr dann wirklich nur zuhören, diese Attacken und abnicken, sondern da haben dann beide durchgängig geredet bis zum Timeout. Wäre es besser gewesen, einer von den beiden wäre ruhiger geblieben, oder sagst du, das passt schon so, dass die so Emotion und Leidenschaft gezeigt haben? Naja, wenn einer ruhiger geblieben wäre, hätte er sich vielleicht nicht so angegriffen gezeigt. Mhm. Wäre vielleicht besser gewesen. Andererseits muss man da schon auch aufpassen, wenn man die Emotion ganz fehlen lässt. Und bei diesem Thema, es ging ja vor allem um die Teuerung, es ging darum, wie man den Leuten ein besseres Leben verschafft. Da war auch ganz oft die Rede von einer Kindergartenassistentin, die 1700 Euro netto bekommt. Wer da dann zu cool bleibt und sich nicht engagiert, zeigt, dass er das besser machen will, diese Umstände für die Leute, der wird halt dann schnell mit dem Vorwurf der sogenannten sozialen Kälte eingedeckt. Und da muss man sich, glaube ich, schon vor allem heutzutage hitzig und engagiert zeigen. Mhm. Der Countdown läuft, nur mehr wenige Tage, bis gewählt wird. Was erwartest du dir jetzt für die letzten Tage? Wie denkst du, wird das Wahlkampffinish aussehen? Wie werden das die Parteien anlegen? Na, jetzt kommt das absolute Werbefeuerwerk auf uns zu. Jetzt wird auch jeden Tag eine Aktion gesetzt. Jetzt gibt es jeden Tag Auftritte, fast jeden Tag Duelle. Ein ganz besonderes wird natürlich das Elefantenduell bei uns auf Ö24 TV. Die Elefantenrunde sind ja dann alle Spitzenkandidaten am 24. September bei uns im Fernsehen. Und da gibt es dann noch andere Duelle jeden Tag fast. Es gibt Auftritte.
Die FPÖ, so hört man, will sogar vor dem Stephansplatz ihre Schlusskundgebung abhalten. Vor dem Stephansdom? Ja, richtig, vor dem Stephansdom, auf dem Steffel, auf dem Stephansplatz, ganz gemäß dieser Linie, die auf den Plakaten schon für Wirbel gesorgt hat, euer Wille geschehe. Mhm. Aber so das ist noch nicht ganz fix, oder? Der Ort ist noch nicht ganz fix? Man hört, dass sie das so machen wollen. Mal schauen. Also es wird spannend. Welcher Partei traust du es zu, dass sie jetzt noch einen Sensationsfinish hinlegt, dass da jetzt wirklich noch Bewegung reinkommt? Naja, wenn man eine Sensation haben möchte, dann am ehesten Andi Babler. Weil aktuell läuft es ja gut für den Kanzler. Der holt auf, der ist näher dran an der FPÖ. Die FPÖ selbst führt seit vielen Monaten. Mhm. Also wenn da jetzt wirklich eine Sensation gelingen sollte, dann wäre das eigentlich die SPÖ, obwohl das schon sehr schwer wird, dass die da noch mitspielt. Also aktuell schaut es eher danach aus, dass die FPÖ gewinnt und wenn die ÖVP dann am Schluss diese doch überholt, dann wäre auch das eine kleine Sensation. Aber man kann Andi Babler nicht absprechen, dass er kämpft. Also der kämpft ganz schön, ist schon richtig heiß bei der Stimme, legt sich wirklich bei jedem Wahlkampfauftritt ins Zeug, ist laut, schwitzt und zeigt Einsatz. Mal schauen, ob sich das dann auswirkt. In jedem Fall vielen Dank, Aaron Brüstler, fürs Vorbeikommen. Wir schauen in eine kurze Werbepause und dann sind wir gleich da mit weiteren Themen des Tages.